Moinsen und hallo zu einer neuen Folge Aquatico. Hier unter Wasser ist der Wurm wieder unterwegs und da ist ein Haiangriff gerade. Und da wird auch schon geschossen drauf auf die Haie. Schädigen die Gebäude oder was? Verluste durch den Haiangriff. 2 Einwohner, 0 Drohnen. Okay. Haben die irgendwo jetzt da aber Schaden bekommen? Nee. Okay, gehen wir noch mal weiter zu unseren Werkzeugfabriken. So. Also der Verbrauch ist ja auch ganz schön mitgewachsen jetzt. Also beim Drohnenverbrauch bleibt es ja noch, aber bei der monatlichen Produktion 816 Werkzeuge jetzt produzieren wir und 791 wird verbraucht. Das ist ja Wahnsinn. Diamantwerkzeuge werden nicht so oft gebraucht anscheinend. Jetzt gucken wir nochmal zum U-Boot hier. Das hat ja in der letzten Folge irgendwie dann nichts mehr gemacht. Das sollte jetzt eigentlich wieder nach Hause fahren. Ah, man muss dann auf Bewegen klicken. Ja. Yeah. Jetzt ist die Linie wohl aktiv. Jetzt kann man wohl... jetzt ist es wohl tatsächlich aktiv geschaltet. Ja, 80. 80 Tage? Ja. Okay. Das ist aber ein bisschen lange, ne? Schmuck kaufen oder was? Achso, wir können ja jetzt, wir können ja jetzt unseren Juwelier neu bauen. Hier bauen wir mal Produktion. Jetzt, wo wir endlich wieder genügend Werkzeuge haben, kann natürlich auch der Juwelier wieder gebaut werden. Reicht denn das jetzt alles hier?
Okay, machen wir mal ein bisschen beobachten. Sollte man noch eine hinstellen oder wie? Noch mehr Apfelwein oder so produzieren. Das Hauptquartier von Neuatlantis braucht dringend mehr robotische Arbeitskräfte. Sie haben gefragt, ob wir einige unserer Drohnen bereitstellen können. Im Gegenzug bekommen wir Werkzeuge und Batterien. Na, da sage ich doch nicht nein. Werkzeuge sind sowieso trotzdem immer noch gesucht, nachdem wir jetzt auch die Produktion deutlich erweitert haben. Tja. Das ist doch gut, oder? Sehr gut. Wir können wieder mal was verkaufen, ne? Können wir mal auch wieder mal ein bisschen noch was dazu verdienen. Und mit Plastik haben wir wieder relativ einiges. Plastik will ich aber nicht verkaufen. Wie viel kosten eigentlich diese Kirschen? Ja. Habe ich natürlich nicht. Täten 8 Credits kosten. Handeln wir das mal. Ach so. Ah. Ich drück falsch. Halleluja. Ich will doch nicht, dass... Ich habe mich da um eine Zeile vertan. Ich wollte doch den hier machen. Den Knoblauch. Den handeln wir. Und dann... Das hier auch nochmal. Auster. Handeln wir auch. Und dann haben wir da noch einen, ne? Den Kollegen da. Der handelt mit Hummer.
Dann nehmen wir mal ein Sicherheitsgebäude, nee, nicht Sicherheitsgebäude, sondern ein Überwachungsgebäude hier. Diese Leitungsüberwachungsgeschichten. Treibstoffraffinerie. Haben wir da alle aufgewertet? Keine Arbeiter verfügbar, wollen wir. Dann steuern wir mal ein bisschen gegen mit den... Aha. Den Rettungssystemen hier. Ja, wir haben null. Null. Die Optimierung mal. Dann haben wir hier eine neue Brennerei. Wenig Platz im Lager. Oh. Wie schaut es denn jetzt mit der Seegrasproduktion aus? Kommt langsam in Fahrt, ne? Langsam kommt es in Fahrt und das U-Boot wartet. Transferiere Wertgegenstände von diesem U-Boot zur Kolonie. Oh, was im Lager halt ist drin, ne? Und dann stocken wir die Vorräte auf. So. Dann haben wir hier Auswahl Meereskobras, Wasserameisen und eine digitale Schatzkarte. Ja, die könnte man doch anfahren. Wir haben vor kurzem das Wreck
eines Ivrek. Okay. Eines Piraten-U-Boots entdeckt. Die Daten, die wir von ihrem Bordcomputer entnommen haben, deuten auf Koordinaten in der Nähe. Wir wissen nicht, was sich dort befindet, aber es könnte eine Untersuchung wert sein. Ein Wreck. Gefahr eines Haiangriffs. Wieso ist jetzt das Leistungsnetzwerk offen? Ja. Also wir haben jetzt wieder marginal mehr Produktion von Arzneimitteln als Verbrauch. Sushi-Restaurant? Ah ja, da ist es. Es fehlt Seegras, Lachs und Reis. Ist doch alles im Anbau. Ja, was können wir jetzt eigentlich erforschen? Forschen. Forschung. Die Brennerei 2 können wir jetzt machen. Die Torpedoplattform und die Meeresfrüchte. Meeresfrüchte-Imbiss. Der Meeresfrüchte-Imbiss gestattet uns die Konstruktion von Restaurants, die sich der Zubereitung von Meeresfrüchten verschreiben. Die Brennerei ermöglicht unserer Brennerei neben Branntwein und Apfelwein auch Wein zu produzieren. Dann machen wir das mal. Dann kommen wir eh schon ans Ende der Fahnenstange. Hier sind es noch 6 Freischaltungen. Dann haben wir es geschafft. Oh, jo, jo. Wieso haben wir eigentlich immer noch zu wenig von dem? Ja. Ja. Ah ja, dann gehört ein Mülleimer hin, natürlich. So. Und das U-Boot sehe ich, wartet schon wieder. Und zwar, ein Piraten-U-Boot nähert sich unserer Position. Sie sind bereit zum Angriff, wir benötigen sofort Befehle. Sie kleinen nur kleine Schlägertrupps zu sein. Also den Fehler haben sie auch noch nicht raus.
sie kleinen nur kleine Trägertrupps zu sein. Das muss heißen, sie scheinen nur kleine Trägertrupps zu sein. Weicht ihnen aus und setzt die Fahrt fort. Berichterstattung, diplomatische Lösung, absolut ausgeschlossen. Wir mussten angreifen. Unser U-Boot hat einige kleinere Schäden erlitten. Ihres hingegen ist komplett zerstört und wir verwerten gerade die Reste. Das, was von ihrer Crew noch übrig ist, ist in Gewahrsam und wird ins Hauptquartier überstellt, wenn wir dort ankommen. Jetzt kriegen wir also keine Leute mehr. Eisen haben wir bekommen, Plastik, Elektrogeräte und Werkzeuge. Okay. Jetzt ist hier die Kuppel wieder aktiv. Also das finde ich ist komisch. Wie viele Leute haben wir jetzt? 5. Dann brauchen wir jetzt erstmal wieder die Rettungsbasis nicht mehr aktiv haben. Jetzt haben wir einen Überschuss an Werkzeugen. Das ist gut. Da kriegen wir immer noch nicht genug von den guten Sachen. Wir gehen mal wieder einkaufen. Wir holen jetzt mal Bier. Was war da noch? Also Bier. Gewürz. Bohnen. Bohnen in den Ohren gehen ganz gut. Mal schauen, was wir noch vergessen haben jetzt. Meeresbürgermeister.
Das Neuatlantis-Hauptquartier sendet uns eine Liste mit benötigten Gegenständen. Ich kann versuchen, uns da rauszubekommen. Aber vielleicht ist es nicht die beste Idee, sie immer wieder zu vertrösten. Ja, die können wir sogar abgeben, ja. Da haben wir wenigstens mal ein bisschen das Lager geleert. Das dürfte jetzt ein bisschen hilfreich gewesen sein sogar, was das angeht. Ja, deutlich. Ein Megalodon. Jetzt drehe ich das schon wieder ab. Da hat er schon keinen Bock mehr. So was nah. Ja, und dann würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder jetzt für diese Folge hier in Aquatico. Ja, der Ausgang des Megalodon-Angriffs 0 zerstört. Das ist gut. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal hier unter Wasser, wenn es wieder heißt, der Wurm taucht ab. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Drückt den Abo-Button und vergesst die Glocke nicht. Und da würde ich mich freuen. Danke, 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 danke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier unter Wasser in Aquatico. Ciao.